bin echt gerade ein bisschen am Überlegen. Alleine weiß ich nicht. Ich glaube, ich brauche jemanden, der mich zieht. Warum mache ich so eine Kacke immer alleine? Irgendwie fahre ich momentan immer alleine Gondel. Natural. Du musst auf jeden Fall wissen, was kommt, wie du die Bremse auflassen kannst. Die drei Bergdörfer Serfaus, Fils und Ladies sind der Namensgeber für den heutigen Bikepark. Und diese außergewöhnliche Atmosphäre und Ausblick sind einfach nur phänomenal. Aber was hat mich denn jetzt eigentlich zum oberen Tiroler Innental gebracht und zu diesem Bikepark hier überhaupt? Denn es war überhaupt nicht geplant, überhaupt hier hinzufahren. Und jetzt denkst du dir vielleicht, okay Marcel, das sind fast 1000 Kilometer von dir zu Hause aus. Das macht man ja nicht mal eben spontan und verfährt sich und kommt dann hier genau raus. Nein, denn eigentlich befinde ich mich gerade auf einer ganz anderen Mission, nämlich Enduro fahren und das am Rechenpass. Oder besser bekannt als Dreiländer Enduro-Eck. Aber ich dachte mir, komm, dieser Bikepark ist nur knapp 20 Minuten entfernt von meiner Homestation. Lass ihn doch mal ganz kurz besuchen. Junge, 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 Junge. Elektrikum, Zuckerli. Ja, ich dachte jetzt runter. Aber hier geht's runter. Das ist eine rote Strecke. Die wäre in Deutschland sowas von schwarz. Weiter geht's. Oh. Kicker? Und natürlich kenne ich diesen Park schon aus unzähligen Videos, aber es ist immer noch was anderes, sowas zu sehen oder zu erleben. Denn der Supernatural Trail, auf dem ich mich gerade befinde, schaut im Internet einfach sowas von einfach aus. Aber wenn man dann selbst hier ist, merkt man mal wieder, dass das eine ganz andere Welt ist. Oh. Muss ich langfahren. Wer finde ich da lang? Dann tut's dir weh. Gerade in Hinsicht darauf, wenn man deutsche Trails mit österreichischen Trails vergleicht, was hier rot ist in Österreich, ist bei uns in Deutschland einfach mal schwarz oder doppelschwarz. Das ist rot. Keine Ahnung, was für die rot ist. Oh Gott, gefühlt 10-mal fast gestorben. Da geht's weiter rot und da ist schwarz. Kein Fall. Vergessen, Leute. Das ist rot. Eine Schaufel. Das sieht nach nichts aus. Junge, Junge, Junge. Rutscht, rutscht. Junge, ja. Komplett blank geschliffen.
Und ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl. Wir schauen diese unfassbar tollen Videos von diesen Bikeparks, wo wir unbedingt mal hinwollen. Und wenn wir dann dahin fahren, setzen wir uns natürlich auch verschiedene Ziele, was wir alles gerne fahren wollen würden, wenn wir dort sind. Und natürlich schaut es bei mir genauso aus. Bevor ich hier hingefahren bin, habe ich mir so eine kleine Bucketlist gemacht, was ich hier alles abarbeiten möchte. Denn es gibt hier dann doch schon das ein oder andere Feature, was ich unbedingt fahren möchte. In Zweitkursen kann man auf jeden Fall blind fahren, relativ langsam. Zwei Wochen als Wasser. Groß ist nicht. Das ist so eine gute Radlänge ungefähr. Das sollte gehen. Ach, gar nichts. So ein Ding hätte ich gerne auf meinen Homefels. Gibt's mal fauler? Nein. Das brauchen wir. Das sieht schon auf den Videos wieder deutlich kleiner aus. Ich bin echt gerade ein bisschen am Überlegen. Warum mache ich so eine Kacke immer alleine? Und einer der Punkte auf meiner Bucketlist war natürlich der Drop von diesem bekannten Haus da. Und auch hier kommt mal wieder der bekannte GoPro-Effekt. Das sieht im Internet alles wieder so winzig aus. Es ist auch nicht wirklich groß, aber wenn man alleine ist und den Speed nicht kennt, braucht man dann doch vielleicht ein, zwei Sekunden. Und da war wieder dieser Augenblick und jeder von euch kennt diesen Augenblick. In der Flugphase dachte ich mir schon, okay, und wovor hattest du jetzt Angst? Warum hast du gezögert? Und jetzt mal Hand aufs Herz. Was war denn dein letzter Moment, wo du gedacht hast, okay, das ist doch viel einfacher, als ich gedacht habe und wovor hatte ich jetzt Angst? Schau mal einen Kommentar dazu, es würde mich mega interessieren, was deine letzte Herausforderung war. Und du hast noch nicht abonniert und bis hierhin das Video geschaut, dann hau doch jetzt mal auf Abonnieren und auf die Glocke. Denn ich habe in den Insights gesehen, dass fast 80% meiner Views von Nicht-Abonnenten sind. Also, du schaust das Video, dir gefällt, was du hier siehst, du hast Bock auf diese Art von Content, hau jetzt auf Abonnieren und auf die Glocke. Und ach ja, Gerad fahren.